Puh, krass. Was ein Massaker. Das waren jetzt 5 Zombies und überall in der Landschaft ist hier Blut verstreut. Aber ich bin tatsächlich ohne einen Kratzer davongekommen. Auch wenn es mir generell echt scheiße geht. Dann sehe ich mir die Leichen doch nochmal genauer an. Und die Cargohose muss ich mir unbedingt besorgen. Was haben wir denn hier? Zigaretten und Kokain. Naja, beides nicht so meins, aber vielleicht mal als Tauschmittel nützlich. Ich habe keine Ahnung, was mit mir nicht stimmt, aber diese Schmerzen können, glaube ich, langsam nicht mehr vom verdreckten Wasser kommen. Aber es wird eher schlechter als besser. Vielleicht habe ich mich einfach etwas übernommen. Ich darf auf jeden Fall nicht vergessen, die Zombies dauerhaft auszuschalten. Dafür brauche ich jetzt aber noch ein besseres Messer. Ach, hier, die Cargo-Shorts. Gleich mal anziehen. Schokolade und Streichhölzer. Sehr nützlich. Ach, hier war ja sogar eine saubere Cargohose. Dann muss ich die nochmal austauschen. Sicherheitshalber noch ein paar Steine einstecken. Jetzt habe ich ja deutlich mehr Möglichkeiten zum Schleppen. Da ist ja endlich das Haus. Nur mal besser die Gegend etwas abchecken, ob da noch anderes Gesindel ist. Sieht hier ganz gut aus. Bevor mich jemand sieht, steige ich mal schnell durchs Fenster. Laken. Vielleicht für die kalte Nacht nicht verkehrt. Da hat aber jemand einen seltsamen Modegeschmack bei T-Shirts.
Beinwärmer sehen aber nützlich aus. Und noch ein wenig Literatur. Da schaue ich später mal genauer rein. Besser, ich ziehe sicherheitshalber mal die Vorhänge zu. Auch wenn ich dann kaum noch was sehe. Oh ja, krass. Eine gute Ausbeute an Verbänden und Medizin. Davon sollte ich auf jeden Fall was in den Taschen haben. Das muss die Garage sein. Schraubendreher, sehr gut. Ein kleiner Ofen. Ja, leider momentan zu groß, als dass ich ihn mitnehmen könnte. Den behalte ich mal im Hinterkopf. Ah, hier kann ich die Garage von innen öffnen. Gut zu wissen. Lötzinn. Feuerzeuge kann man nie genug haben. Okay, zu essen scheint es hier einiges zu geben, aber mitnehmen kann ich davon momentan leider nichts. Messer und Werkzeuge passen zum Glück noch. Ich glaube, ich lege hier erstmal meine Steinsammlung ab. Die wiegen auch ihre 10 Kilo.
auch wenn ich momentan keinen Hunger habe, vielleicht noch wegen der kürzlichen Aufregung, ein wenig essen muss ich dennoch. Heute habe ich ja kaum etwas zu mir genommen. Innereien. Naja, zumindest steckt da viel Energie drin. Jetzt etwas Cranberry-Saft hinterher für den Geschmack. Ach, besser. Ich lasse die restlichen Innereien mal hier auf dem Teller liegen, dann könnte ich mit dem großen Glas mal Wasser holen gehen. Aber erstmal muss ich hier noch ein paar Zombies zerkleinern, sonst habe ich ein ganz anderes Problem. Da haben wir ja auch etwas Wasser. Dann mache ich mir mal das Glas voll. Aber jetzt wieder in den Schutz des Hauses. Oh, ein Taucherrucksack. Den hänge ich mir mal mit um. Ich denke, ich werde mich, glaube ich, mal aufs Bett hauen. Vielleicht geht es mir nach einer Runde Schlaf etwas besser. Etwas wärmer fürs Schlafen einpacken.
Im anderen Schlafzimmer lag doch noch ein Kissen. Mal schauen, ob ich überhaupt zur Ruhe komme. Meine Muskeln fühlen sich immer noch total unangenehm an. Ich habe mir bestimmt irgendetwas eingefangen. Es schmerzt einfach alles, so kann ich nicht einpennen. Ich schmeiß mal ein Aspirin ein. Das hat irgendwie nichts gebracht. Ich trinke noch mal einen Schluck Milch aus dem Kühlschrank. Dann kann ich auch noch mal etwas in dem Buch lesen. Vielleicht werde ich dann etwas müder. Hier geht's um Fallen. Interessant. Ich glaube, ich werde es nochmal versuchen. Vielleicht nochmal mit Aspirin nachhelfen? Wo war eigentlich noch die Packungsbeilage? Na, egal. Ich werfe nochmal zwei ein. Endlich komme ich zur Ruhe. Ah, Scheiße, was ist das an meinem Bein?